Sehen Sie mehr über Hermann Hesse in Dreisam. Über seine ganz persönliche Lebensphilosophie. Über die Suche nach seinem eigenen Weg. Was machte ihn gerade auch für junge Leute so populär? Der unbequeme Denker. Seine Krisen, seine Erfolge in Kulturzeit Extra. Schmächtig, mit markantem Gesicht und forschenden Augen hinter den Brillengläsern, reist in Richtung Süden. Seine Gedanken kreisen um die Orte und die Menschen, die er gerade verlassen hat. Das Haus, seine drei Söhne, die Jahre der Ehe. Mein Auge verabschiedet sich vom deutschen Dach, von den Balken und vom Giebel. Morgen werde ich andere Dächer und andere Häuser liebgewinnen. Denn ich bin ein Nomade, nicht ein Bauer. Ich bin ein Verehrer der Untreue, der Wandlung, der Fantasie. Ich halte überhaupt nichts darauf, die Liebe, zu der ich fähig bin, an einem kleinen Stück Land festzunageln. Ich habe die Hälfte meines Lebens in der Nachahmung der bäuerlichen Tugenden verschwendet. Ich wollte das sein, was ich nicht war. Ich wollte ein Dichter sein und gleichzeitig ein Bürger. Lange Jahre habe ich mich gedemütigt vor Göttern und Gesetzen, die für mich einfache Götzen waren. Und dies war mein Fehler, meine Qual und meine Mitverantwortung am Elend der Welt. Endlich verlasse ich das Haus, in dem ich nun beinahe 7 Jahre gelebt habe. Der Abschied von Bern fällt mir nicht schwer. Es ist mir klar geworden, dass es moralisch nur noch eine Existenzmöglichkeit für mich gibt. Meine literarische Arbeit allem anderen voranzustellen, nur noch in ihr zu leben und weder den Zusammenbruch der Familie, noch die schwere Geldsorge, noch irgendeine andere Rücksicht ernst zu nehmen. Sie war nicht sehr gesund. Nur mit Mühe vertrug sie Gesellschaft und Feste. Sie zog es vor, sich mit Blumen und Musik, vielleicht mit einem Buch, in eine seltsame Stille zurückzuziehen, in Erwartung, dass jemand zu ihr kam, und sie ließ die Welt ihren Weg gehen. Manchmal befand sie sich in einem Zustand von einer so zarten Empfindlichkeit, dass alles, was fremd war und wehtat, sie in Tränen ausbrechen ließ. Letztes Jahr war ich 6 Monate lang auf Reisen, das Jahr davor 5. Für einen Familienvater, einen Bauern und Gärtner ein ziemlich reichliches Maß. Und als ich das letzte Mal erkrankt zurückkehrte, schien es mir, dass damit für eine gewisse Zeit lang Schluss sei. Aber kaum hatte ich die Abmagerung überwunden, glänzte die Sonne eines Tages so außerordentlich golden über der alten Hauptstraße, dass ich wieder an die Kürze des menschlichen Lebens dachte und plötzlich war nichts anderes mehr als eine unheilbare, verrückte Reiselust. »1919 ist Hesse im deutschsprachigen Raum schon ein erfolgreicher Autor. Im Alter von 22 Jahren hat er seinen ersten Gedichtband veröffentlicht. Dann bricht in seiner Prosa mit aller Kraft ein Prozess der Selbstbewusstwerdung durch, der Befreiung von den familiären, sozialen und religiösen Banden. In seinem Werk zeigt sich ein Mensch, der immer wieder in Krise ist und seinem individuellen Leben einen Sinn geben will, indem er rastlos über die privatesten Erfahrungen schreibt. Meine Geburt geschah in früher Abendstunde an einem warmen Tag im Juli und die Temperatur jener Stunde ist es, welche ich unbewusst mein Leben lang geliebt und gesucht habe. Ich war das Kind frommer Eltern, welche ich zärtlich liebte und noch zärtlicher geliebt hätte, wenn man mich nicht schon frühzeitig mit dem 4. Gebote bekannt gemacht hätte. Gebote aber haben leider stets eine fatale Wirkung auf mich gehabt, mochten sie noch so richtig und noch so gut gemeint sein. Ich brauchte nur das »Du sollst« zu hören, so wendete sich alles in mir um und ich wurde verstockt. Man kann sich denken, dass diese Eigenheit von großem und negativem Einfluss auf meine Schuljahre geworden ist. An mir hat die Schule viel kaputt gemacht und ich kenne wenig bedeutendere Persönlichkeiten, denen es nicht ähnlich ging. Gelernt habe ich dort nur Latein und Lügen. Mehr als 4 Jahre lang ging alles unweigerlich schief, was man mit mir unternehmen wollte. Keine Schule wollte mich behalten, in keiner Lehre hielt ich lange aus.
Dann wurde ich Buchhändler, um endlich mein Brot selber verdienen zu können. ...1907 verbrachte ich 4 Wochen auf dem Monte Verita bei Ascona. Dort waren Apostel mit langen Haaren, Fanatiker des Fastens, Rohköstler, Früchtefresser und Anhänger der Trennkost. Sie strebten danach, eine Art vegetarischen Zionismus zu verwirklichen. Sie wollten in Frieden leben, ohne die Verachtung der bösen Welt zu erleiden. Alle machten aus ihrer Existenz eine fanatische Beteuerung eines besonderen Ideals, für das sie bereit waren, den Märtyrertod zu erleiden. Erlaubt war jede Form von Vegetarismus und des Strebens nach der Reform der Kleidung, und nichts war verboten außer Fleisch und Alkohol. Aus allen Teilen der Welt kamen exzentrische Verbannte. Mit sich brachten sie eine einzige Sünde, den Hass auf die Arbeit, der vielen Vegetariern gemeinsam ist. Dann kam jener Sommer 1914 und der Erste Weltkrieg. Die sogenannte Große Zeit war angebrochen und ich kann nicht sagen, dass sie mich gerüsteter, würdiger und besser angetroffen hätte als alle anderen auch. Hesse erhebt seine Stimme gegen das sinnlose Gemetzel und gegen jene Intellektuellen, die den Krieg predigen. Hesse widmet sich der Fürsorge von Kriegsgefangenen und Internierten. In 3 Jahren schickt er 500.000 Bücher, Romane, Essays, Handbücher und Wörterbücher in die Kriegsgefangenenlager. Er gründet einen kleinen Verlag, der Stifter Gottfried Keller und Thomas Mann veröffentlicht. Er redigiert auch eine Wochenzeitschrift für die deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich. Immer werden wir das alte Bedürfnis wieder aufwerfen. Du wirst nicht töten. Wir töten so oft. Nicht nur in den dummen Schlachten, in den dummen Schießereien der Revolutionen, in den dummen Hinrichtungen. Wir töten auf Schritt und Tritt. Wir töten, indem wir vor Armut, Not, Schande die Augen zudrücken. Wir töten, indem wir aus Bequemlichkeit abgestorbenen Einrichtungen in Gesellschaft, Staat, Schule und Religion gelassen zusehen und Billigung heucheln, statt ihnen entschlossen den Rücken zu kehren. Man kann nicht nur Gegenwärtiges töten, sondern auch Zukünftiges. Unsere Pflicht als Menschen ist es, einen Schritt vorwärts von der Bestie hin zum Menschen zu gehen. Während der Schriftsteller in die italienischsprachige südliche Welt eintaucht, nimmt vermutlich in seinem Kopf schon die im darauffolgenden Jahr erschienene Novelle Klein und Wagner Gestalt an. Die Reise in der Bahn umfasst den größten Teil der Erzählung. Der Protagonist ist ein in 2 gespaltener Mann. Klein ist der unterdrückte Teil des Dichters. Wagner, der geliebte Komponist, ist der Ausdruck des Dranges nach einem geistig anderen Leben. Aber Klein Wagner ist auch der Mörder seiner Frau und seiner Kinder und ist, wie Hermann Hesse, in den Tessin geflohen, in eine fremde und exotische Welt, auf der Suche nach sich selbst. Während der Reise versteht Klein, dass er seine Persönlichkeit verloren hat, infolge einer falschen Wahl. Er folgte immer der Stimme der Vernunft, nicht der des Herzens. Der Mensch bildet sich ein, sich selber zu leiten. Aber unwiderstehlich wird er seinem Schicksal entgegengetrieben. Am Ende ertränkt Klein sich im Luganer See und erreicht die Erleuchtung. In Wirklichkeit gibt es nur eines, vor dem man Angst hat: das sich fallen lassen. Den Schritt in das Ungewisse hinaus, hinweg über all die Versicherungen, die es gibt. Wer sich ein einziges Mal dem Schicksal anvertraut hat, der ist befreit. Es ist selig zu leben, es ist selig zu sterben. Kein Zauber unterbricht je die ewige Kette der Geburten, die unendliche Reihe der Atemzüge Gottes. Aber es gibt eine andere Ruhe im eigenen Innern zu finden,
Sie heißt: Lass dich fallen, wehre dich nicht, stirb gern, lebe gern. Nachdem er seinen Klein ertränkt hat, beginnt Hesse zu leben. In Montagnola in der Casa Camuzzi fängt die schöpferischste Phase seines Lebens an. Es ist Klingsors Sommer. Ein leidenschaftlicher und raschlebiger Sommer war angebrochen. Die heißen Tage, solange sie waren, loderten wie brennende Fahnen. Den kurzen, schwülen Mondnächten folgten kurze, schwüle Regennächte. Wie Träume schnell und mit Bildern überfüllt, fieberten die glänzenden Wochen dahin. Klingsor stand auf dem schmalen Steinbalkon seines Arbeitszimmers. Unter ihm sank tief und schwindelnd der alte Terrassengarten hinab, ein tief durchschattetes Gewühl dichter Baumwipfel. Palmen, Zedern, Kastanien, Judasbaum, Blutbuche, Eukalyptus, durchklettert von Schlingpflanzen, Lianen, Glycinen. Über der Baumschwärze schimmerten blassspiegelnd die großen blechernen Blätter der Sommermagnolien. Riesige schneeweiße Blüten dazwischen halbgeschlossen, von denen durchdringend und beschwingt ein inniger Zitronengeruch herüberkam. Aus unbestimmter Ferne her, mit müden Schwingen kam Musik geflogen. Vielleicht eine Gitarre, vielleicht ein Klavier, nicht zu unterscheiden. Sternlicht floss durch das Waldtal, See, Berge und Himmel flossen in der Ferne ineinander. Und so habe ich also die letzten 12 Jahre in der Casa Camuzzi gewohnt. Garten und Haus kommen im Klingsor und in anderen meiner Dichtungen vor. Manche Dutzende Male habe ich dies Haus gemalt und gezeichnet und bin seinen verzwickten, launischen Formen nachgegangen. Freilich besaß ich hier gar nichts und bewohnte auch nicht das Haus, sondern eine kleine Wohnung von 4 Stuben als Mieter. Ich war kein Hausherr und Familienvater mehr, der ein Haus und Kinder und Dienstboten hat, seinen Hund ruft und seinen Garten pflegt. Ich war jetzt ein kleiner, abgebrannter Literat, ein abgerissener und etwas verdächtiger Fremder, der von Milch und Reis und Makkaroni lebte, seine alten Anzüge bis zum Ausfransen austrug und im Herbst sein Abendessen in Form von Kastanien aus dem Walde heimbrachte. Aber das Experiment, um das es ging, ist geglückt. Wie aus Angstträumen aufgewacht, aus Angstträumen, die Jahre gedauert hatten, sog ich die Freiheit ein, die Sonne, die Einsamkeit, die Arbeit. Ein Sommer von einer Kraft und Glut, einer Lockung und Strahlung, wie ich nur wenige erlebt habe, durchdringt mich wie ein starker Wein. Ich war also nicht zugrunde gegangen, ich hatte mich nochmals zusammengerafft. In jenem drückend heißen Sommer vollzieht sich die Begegnung zwischen der Tessiner Landschaft und dem Dichter des Nordens. Hesse wandert durch Dörfer und Kastanienwälder. Es ist die Zeit, um es mit Klingsor zu sagen, der 1000 ungetrunkenen und verschütteten Becher, der 1000 ungesehenen, gebrochenen Liebesblicke und der 1000 ungesehen erloschenen, unwiederbringlichen Bilder. Es ist die Zeit der künstlerischen Erleuchtung, der Intuitionen, der Verwandlungen. Kraftvoll erblüht in Hessens Leben die Farbe und mit ihr die Malerei. Ich fing schon 40 Jahre alt plötzlich an zu malen.
Nicht, dass ich mich für einen Maler hielte oder einer werden wollte. Aber das Malen ist wunderschön. Es macht einen froher und duldsamer. Man hat nachher nicht, wie beim Schreiben, schwarze Finger, sondern rote und blaue. Auch über diese Malerei ärgern sich viele meiner Freunde. Immer, wenn ich etwas Notwendiges, Glückliches und Hübsches unternehme, werden die Leute unangenehm. Sie möchten gerne, dass man bleibt, was man war, dass man sein Gesicht nicht ändert. Aber mein Gesicht weigert sich, es will sich häufig ändern. Es ist ihm Bedürfnis. Ein anderer Vorwurf, den man mir macht, scheint mir selber sehr richtig. Man spricht mir den Sinn für Wirklichkeit ab. Sowohl die Dichtungen, die ich dichte, wie die Bildchen, die ich male, entsprechen nicht der Wirklichkeit. Ich gestehe, dass auch mein eigenes Leben mir sehr häufig genau wie ein Märchen vorkommt. Oft sehe und fühle ich die Außenwelt mit meinem Innern in einem Zusammenhang und Einklang, den ich magisch nennen muss. Vater hat ja in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zu malen begonnen und für ihn war das sehr wichtig. Ich kann es nicht wörtlich sagen, aber er sagte ja verschiedene Male und hat es in Briefen ausgedrückt, das hätte ihm eigentlich geholfen, überhaupt die schwere Zeit zu überleben, was er gemalt hat. Und ich wurde selber auch Maler, weil ich bei meinem Onkel Amiet war damals. Und so in der Zeit von 1920 bis 1931 habe ich den Vater jedes Jahr mindestens einmal besucht in Montagnola. Und da gingen wir sehr oft miteinander malen, manchmal den ganzen Tag über. Eine Reise ins Engadin hat mein Vater einige Skizzen gemacht. Ich habe dieses Buch übernommen. Und dann ist er vom Engadin aus ins Tessin gefahren. Und im Tessin, das weiß ich wieder aus einem Brief, hat es dauernd geregnet, tagelang, und er hat also hier begonnen mit Selbstporträt. Hat sich gemalt, Hut, Mantel, Stock, Schuhe, wiederum ein Selbstporträt, noch eines wieder so, ziemlich ähnlich. Beim Malen hat er eigentlich nie gesprochen und so, da war er ganz einfach auf seine Arbeit konzentriert. Und ich erinnere mich gut, also mehrmals natürlich, war gerade die Schule aus, die Schulkinder kamen heim und natürlich war sofort eine Schar Kinder drumherum, haben da zugeschaut und so, und das hat Vater immer sehr gestört und das mochte er gar nicht. Hesse schwankt hin und her zwischen Einsamkeit und dem Bedürfnis zu kommunizieren, zwischen Liebesepisoden und der Niedergeschlagenheit, zwischen Ausgelassenheit und Todesvisionen. Er schließt Freundschaften mit Emmy Hennings und ihrem Lebensgefährten Hugo Ball, in dessen Hesse-Biografie der Schriftsteller sich wie ein Spiegel begegnen wird. Er trifft die junge Ruth Wenger, die seine zweite Frau wird. Aber trotz Liebe und Freunden stürzt der Dichter in eine neue Krise. Seit ungefähr anderthalb Jahren lebe ich wie eine Schnecke. Nichts habe ich geschaffen außer dem ersten Teil von Siddhartha und dem Anfang des zweiten, den ich dann abgebrochen habe. Wie gerne würde ich arbeiten, aber es gelingt mir nicht. Selbst das kleinste Unternehmen ist schon zu viel. Die Schreibmaschine schweigt, bis Hesse seine Probleme durch eine intensive Psychoanalyse anpackt. Er hat mit Carl Gustav Jung eine Begegnung, die ihm aus der Krise hilft.
Siddhartha ist wie Hesse selbst und wie fast alle Gestalten seiner Bücher ein Suchender, der sich nicht mit der Oberfläche der Dinge zufrieden gibt. Ein Mensch, der sich seiner selbst und der Beziehungen zur Welt bewusst werden will. Siddhartha versucht, sein Leben ganz zu leben. Er geht von einer Erfahrung zur anderen. Er bleibt bei keinem Meister. Keine Stufe der Entwicklung ist für ihn endgültig. Denn was es zu suchen gilt, ist das Ganze. Am Ende lernt Siddhartha, ohne Bewegung dazusitzen und dem Flusse des Lebens zu lauschen. Vor einem stillen Geist kapituliert das gesamte Universum. Die Einheit, die ich hinter dem Vielfältigen verehre, ist nicht eine langweilige, graue Einheit intellektueller und theoretischer Art, sondern sie ist das Leben selbst, voll von Spiel, voll von Schmerz und Gelächter. Eine Darstellung davon findet man im Tanz des Gottes Shiva, der tanzend die Welt in Trümmer schlägt. Die Einheit gehört dir jedes Mal, wenn du, ungeachtet der Zeit, des Raumes, des Wissens und des Nichtwissens, aus den Konventionen heraustrittst und beschließt, mit Liebe und Hingabe allen Göttern, dem gesamten Menschengeschlecht, zu gehören. Liebe Freunde, ich werde diesen Ort nicht verlassen. Ich werde weder nach München noch nach Berlin zurückkehren. Der Wind der Geschichte und des Schicksals geht auch hier durch, durch Montagnola. In den 30er Jahren und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges werden Montagnola und Hesses Rotes Haus zur Station zahlreicher antifaschistischer Intellektuellen, die aus politischen und rassistischen Gründen gezwungen sind, Deutschland zu verlassen. Der erste ist Heinrich Wiegand, der Redakteur der Arbeiterkulturzeitschrift Kulturwille. Dann kommen Bertolt Brecht, Kurt Kleber und Bernhard von Brentano, der Schriftsteller Stefan Zweig und Peter Weiß, der wie viele andere auch finanziell von Hesse unterstützt wird. In den Tagebüchern und Briefen Thomas Manns ist deutlich zu lesen, wie wichtig für ihn die Gespräche mit Hesse waren, einem Autor, der schon zu Beginn der 20er Jahre mit Genauigkeit die kommenden Ereignisse und die politische Entwicklung Deutschlands vorausgesehen hatte und der sich klar dem aufkommenden Nationalsozialismus entgegenstellte. Während des Krieges ist Hesse, wie immer, zwischen zwei Feuern. Er wird sowohl von den Antifaschisten als auch von den Nationalsozialisten angegriffen. Die Emigranten finden es unhaltbar, dass er im Dritten Reich weiter seine Bücher publiziert. Die anderen Deutschen dagegen sind wütend darüber, wie er in seinen Buchrezensionen für die emigrierten Autoren, auch die Juden, Stellung bezieht, während er für die ganze im Dritten Reich so gepriesene Literatur der Rhetorik, des Blut und Bodens, nur ironische und geringschätzende Worte hat. Anstelle des längst emigrierten Hesse wird von den Nazis ein anderer zur Kasse gebeten. Weil er lange Zeit Bücher publizierte, welche die Nazis für gefährlich halten, wird Verleger Peter Suhrkamp ins Konzentrationslager geschickt, wo er so brutal geschlagen wird, dass er wenige Jahre nach dem Krieg an den Folgen der Misshandlungen stirbt. Am Ende des Krieges ist Hesse eine der wenigen, menschlich sowie politisch, wirklich unversehrten Persönlichkeiten der deutschen Literatur. Der Steppenwolf, Narziss und Goldmund,
die Morgenlandfahrt, haben auch seine Rolle als geistiger Orientierungspunkt gefestigt. Immer mehr ist das Privatleben des Dichters von den Folgen seiner Berühmtheit bedroht. Diese von Freund Arthur Stoll gedrehten Bilder zeigen uns einen brillanten Hesse in guter Form, momentan befreit von der Last einer immer üppiger werdenden Korrespondenz. Im Laufe seines Lebens wird er persönlich 35.000 an ihn gerichtete Briefe beantworten. Wir sehen ihn beim Boccia-Spiel in einem seiner geliebten Grotti, der Collina d'Oro, allerdings ein eher seltenes Vergnügen. Wenn der Strom der Neugierigen, die den Guru von Montagnola aufsuchen, unerträglich wird, erscheint auf Hesses Tor ein kategorisch tönendes Schild. Ja, diese Anschrift auf dem Haus, bitte keine Besuche, das hat ihm der Böhmer hingemalt beim Gartentor. Und da hat Vater auch oft gesagt, ja, das ist eigentlich schade. Da bekam er einmal einen Brief von seinem Freund Georg Reinhardt in Winterthur. Und der Reinhardt macht eine Zeichnung oben auf dem Briefkopf mit dem Gartentor und dieser Schrift dran, bitte keine Besuche. Und schreibt dem Vater, so ja, er hätte ihn eigentlich besuchen wollen, aber ja, dann doch bleiben lassen. Und da sagt der Vater ganz traurig zu mir, schau, sind immer die falschen Leute, die das beherzigen und immer die es eigentlich angeht, die beachten es nicht und kommen eben gleichwohl rein. Er wurde immer gestört, oder? Ja, es kamen oft auch Besucher rein, die nicht gerade ins Haus kamen. Oder wenn sie schon bei der Haustür läuteten, wurden sie von Nino oder von der Sanna einfach wieder weggeschickt. Aber dann gingen sie so ums Haus rum und spazierten im Garten rum. Und wenn Vater so einen sah im Garten, wurde er jedes Mal wütend. Und einmal habe ich es erlebt, wie er selber dann zur Tür hinausging und den Mann also wirklich mit groben Worten hinausgeschmissen hat. Die Lage ist folgende. Jeden Tag bekomme ich ein Bündel von Briefen, je nach den Tagen 100 oder 500 Seiten, wobei schon die erste Lektüre auch einen jüngeren Mann als ich anstrengen würde. Es ist ein ununterbrochener Strom von Bitten und Problemen, die meine Stube, meine Augen, meinen Kopf und mein Herz füllen und die mir eine leidende, orientierungslose, aber auch dumme und gemeine Menschheit zeigen. Er hat öfter gesagt, ja, das ist wirklich eine schwere Last, ja, auf mir liegt mit den Briefen, aber andererseits war es ihm doch auch, ja, irgendwie ein Bedürfnis, die vielen Briefe zu bekommen und auch zu beantworten. Er sagte zu mir auch, ja, manchmal möchte ich gern an meiner Sache etwas schreiben und so, aber die Zeit reicht kaum dazu. Fast den ganzen Tag habe ich eben Briefe zu schreiben. Warum leistet er nach Ihrer Meinung diese Art Sozialarbeit? Ja, er fühlte sich einfach, sagt er, als Schriftsteller, wenn man schon einigermaßen bekannt ist als Schriftsteller und so, ist man einfach verpflichtet, sich auch um die Welt zu bekümmern, um die politische Lage und alles und sich dazu zu äußern. Und das hat er sehr, sehr ernst genommen. Die Erleuchtung kann Ihnen nicht von außen kommen. Sie kann Ihnen auch nicht von mir kommen. Sie können sie nur in Ihnen selbst finden. Niemals werden Sie dem Meister begegnen, der Ihnen die Mühe abnimmt zu suchen. Wenn einer tief über die innere Stimme nachdenkt, wird er einen Weg finden, genau wie ich ihn immer wieder suchen und finden muss. Tag für Tag. Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selbst, der Versuch eines Weges, das Anzeichen eines Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz sich selbst gewesen. Dennoch versucht jeder es zu werden. Mancher taub, mancher leuchtend, je nach den Möglichkeiten. Jeder führt bis zum Ende Rückstände seiner eigenen Geburt, Körpersäfte und Eierschalen einer Urwelt mit sich.
Manche werden niemals Menschen, sondern bleiben Frösche, Eidechsen oder Ameisen. Aber jeder ist ein Anlauf der Natur zum Menschen. Wir alle haben den Ursprung gemeinsam. Alle kommen wir aus demselben Abgrund, aber jeder strebt nach dem eigenen Ziel. Wir können uns untereinander begreifen, aber deuten kann jeder nur sich selbst. Schon als Kind neigte ich dazu, die seltsamen Formen der Natur und der unbelebten Gegenstände zu betrachten. Nicht indem ich sie beobachtete, sondern indem ich mich ihrem Reiz und ihrer verschwörerischen Sprache hingab. Sprünge im Glas, auf dem Wasser schwimmende Ölflecken, lange zutage tretende Wurzeln, bunte Adern im Gestein, alle diese Dinge übten eine starke Anziehungskraft auf mich aus. Das sich Hingeben an irrationale, seltsame und komplizierte Formen der Natur erzeugt in uns ein Gefühl der Übereinstimmung zwischen unserem Herzen und dem Willen, der diese Formen entstehen ließ. Wir machen die einfache und verhängnisvolle Entdeckung, wie sehr wir Schöpfer sind, wie sehr unsere Seele immer an der ständigen Schöpfung der Welt teilnimmt. Wir ziehen die Grenzen unserer Persönlichkeit immer viel zu eng. Wir bestehen aber aus dem ganzen Bestand der Welt, jeder von uns. Und ebenso wie unser Körper die Stammtafeln der Entwicklung bis zum Fisch und noch viel weiter zurück in sich trägt, so haben wir in der Seele alles, was je in Menschenseelen gelebt hat. Alle Götter und Teufel, die je gewesen, alle sind mit in uns, sind da. Als Möglichkeiten, als Wünsche, als Auswege. Ja, ich habe ja nun meine Dissertation über ihn geschrieben und als ich das erste Mal ihn traf, da war das Verhältnis natürlich so wie ein Schüler zu einem großen, verehrten Meister kommt und dieses Gefühl blieb eigentlich in den ganzen Jahren und es war eigentlich immer auch ein Ritual, das wir hatten in Montagnola. Ich berichtete ihm von Frankfurt, von seinem Verlag, von den jungen Schriftstellern. Er erzählte mir von seiner Lektüre und von dem, was er machen musste. In den späteren Jahren war seine Hauptaufgabe ja vorwiegend das Lesen und mögliche Beantworten von Briefen. Diese Briefe waren ja einfach so Kanäle seiner Kommunikation, die er noch hatte. Und eines Tages, nach dem Mittagessen, entschuldigte er sich, stand auf und sagte, er müsse jetzt den Brief eines 18-Jährigen beantworten, der ihn gefragt habe, was ist das Wichtigste im Leben? Und dann fragte mich Hesse, ja, was würden Sie diesem jungen Mann schreiben? Natürlich erstarb in mir jede, überhaupt schon die Möglichkeit des Denkens in dieser Situation, was sollte ich sagen, was ist das Wichtigste in einem Menschen? Darauf sagte Hermann Hesse, also, wenn wir es nicht wissen, dann gehen wir doch zu Konfuzius. Und Konfuzius beantwortet die Frage, was ist das Wichtigste, mit dem Satz, Treue zu sich selbst und Güte zu anderen. Und ich muss sagen, ich finde das ein großartiges Lebensprinzip. Ich habe nie und konnte keinen einzigen Tag ohne Religion leben. Aber mein ganzes Leben lang konnte ich ohne Kirche auskommen. Auch diese bewundernswerte katholische Kirche erscheint mir nur aus der Ferne bewundernswert. Denn sobald ich mich ihr nähere, verspüre ich, wie bei jedem menschlichen Ding, ihren Gestank nach Blut und nach Gewalt, nach Politik und nach Kollektivismus. Ich glaube an eine unzerstörbare Religion, die außerhalb, inmitten und über den Konfessionen steht. Ich glaube nicht an die Wissenschaft.
Ich glaube nicht an die Politik unserer Zeit und auch nicht an die heutige Art zu denken, zu glauben, sich zu vergnügen. Ich teile kein einziges der Ideale von heute. Dennoch bin ich nicht ohne Glauben. Ich glaube an die Gesetze der Menschheit, welche tausendjährig sind. Und ich glaube, dass sie die ganze Unordnung unserer Zeit überleben werden. Vor einiger Zeit rochen diese Lande noch nach Mittelalter, nach Paradiesen und südlichen Seen. Nun ist das Tessin besetzt und erobert. Hier ballen sich die Touristen wie Heuschrecken zusammen. Im kleinen Lugano drängt sich ein Viertel der Einwohner Berlins, ein Drittel jener Zürichs, ein Fünftel derjenigen Stuttgarts und Frankfurts. Man zählt 10 Personen auf einen Quadratmeter. Jeden Tag werden viele zerquetscht und dennoch sind keine Anzeichen des Rückgangs zu verspüren. Jeder ankommende Eilzug schüttet neue Scharen aus. In wenigen Jahren wird das Land hier flach sein, so sehr wird es zertrampelt. Die Touristen finden alles herrlich und entzückend und merken nicht, wie sie dabei sind, Jahr für Jahr eines der letzten in Europa übrig gebliebenen paradiesischen Fleckchen in einen Vorort von Berlin zu verwandeln. Das Geld, die Industrie, die Technik, der moderne Geist haben mittlerweile auch von dieser bis vor kurzer Zeit bezaubernden Landschaft Besitz ergriffen. Und wir, alte Freunde, Kenner und Entdecker dieses Landes, gehören zu jenen unbequemen und überholten Dingen, die beiseite gelegt und ausgerottet werden. Der letzte von uns wird sich am letzten alten Kastanienbaum des Tessins erhängen, kurz bevor er auf den Befehl eines Bauspekulanten gefällt wird. Ich bin kein sehr guter Maler, ich bin ein Dilettant. Aber es gibt keinen einzigen Menschen, der in diesem weiten Tal die Gesichter der Jahreszeiten, der Tage und Stunden, der Falten des Geländes, die Formen der Ufer, die launigen Fußwege im Grün so kennt und liebt und hegt wie ich, der sie so im Herzen hat und mit ihnen lebt. Deshalb bin ich hier. Diese ist meine Rolle in der auf das Universum dieses Seetals umgrenzten Geschichte. Ich bin der Maler mit dem Strohhut, der zu allen Jahreszeiten diese Weinberge und Waldesränder erkundet und erforscht. Der Maler, der hinter seinem Rücken die Kinder etwas zum Grinsen bringt und der manchmal die anderen um ihre Häuser und ihre kleinen Gärten, ihre Freuden und ihre Sorgen beneidet. Wir sollen nicht suchen, sondern finden, nicht urteilen, sondern schauen und begreifen, einatmen und das Aufgenommene verarbeiten. Wir sollen unser eigenes Wesen dem Ganzen verwandt und eingeordnet fühlen. Erst dann haben wir wirkliche Beziehungen zur Natur. Es ist mir nicht gegeben, ein Führer zu sein und viele anzusprechen. Ich wende mich nämlich immer und allein an den Einzelnen und an das Gewissen. Den jungen Menschen möchte ich sagen, werdet reif und euch eurer Verantwortung bewusst, bevor ihr euch um die Welt sorgt und um ihre Veränderung. Je mehr Einzelne da sind, welche dem Welttheater mit Ruhe und Kritik zuzuschauen vermögen, desto geringer ist die Gefahr der großen Massendummheiten, obenan der Kriege. Thank you.
Hier, im Garten des Alters, blühen gewisse Blumen, die zu pflegen wir einst nie gedacht hätten. Hier blüht die Geduld, ein edles Gewächs. Wir werden ruhiger, nachsichtiger, und je geringer unsere Begierde zu ergreifen und zu handeln wird, desto größer wird unsere Fähigkeit zu schauen und das Leben der Natur und der Menschen zu fühlen. Es vor uns fließen, lassend, ohne es zu kritisieren, mit stets neuer Verwunderung für seine Vielfalt. Das Göttliche ist in dir, nicht in den Begriffen oder in den Büchern. Intellektuelle Erkenntnisse sind Papier. Gedankenloses, zerstreutes Lesen ist gerade so wie Spazierengehen in schöner Landschaft mit verbundenen Augen. Wir sollen auch nicht lesen, um uns und unser tägliches Leben zu vergessen, sondern im Gegenteil, um desto bewusster und reifer unser eigenes Leben wieder in feste Hände zu nehmen. Die Welt hat sich in den Kopf gesetzt, mich mit Preisen, Beglückwünschungen, Telegrammen und 7000 Briefen zu Tode zu steinigen. Selbstverständlich kann ich nichts dafür. Aber diejenigen, die mich treffen, sollen außerdem nicht auch den Dank des Opfers verlangen. Unkraut ausreißen füllt meinen Tag. Für mich ist das in meinem gegenwärtigen Zustand des Unbehagens eine Art Opium, dem ich mich ganze Tage lang hingebe. Es ist eine vollkommen von materiellen Bestrebungen freie Arbeit. Denn zahlreiche im Garten verbrachte Stunden geben mir vielleicht 3 oder 4 Körbe Gemüse. Die Arbeit im Garten hat etwas Religiöses an sich. Am Boden kniend, um Unkraut auszureißen, feiert man eine Art von Ritual, das sich ständig wieder erneuert. Denn wenn ich die ersten 3 oder 4 Beete geputzt habe, ist das erste schon wieder mit Grün überdeckt. So hier und da im Gespräch, mehr nur nebenbei, hat er seine Arbeit erwähnt. Also meistens die Arbeit, an der er gerade arbeitet. So hat er mir zum Beispiel mal im Garten, wie wir beim Jätten waren, hat er mir gesagt, weißt du, die meisten Leute schauen das für eine sehr, sehr langweilige Arbeit an. Aber mir ist es gar nicht langweilig. Beim Jätten da ist ein großer Teil des Glasperlenspiels entstanden. Es ist eine Arbeit, die Hände sind beschäftigt, es braucht aber keine besondere Aufmerksamkeit und somit ist der Geist frei und kann arbeiten. Und zwar kann er so viel besser arbeiten, wenn die Hände mit irgendetwas mehr oder weniger mechanischem beschäftigt sind, als wenn man einfach so da sitzt und denkt, jetzt sollte etwas gehen. Ich habe Ihren Brief nicht vergessen. Ich habe 2 seit vielen Jahren ermüdete und fast immer schmerzende Augen, 2 von Arthritis und Gicht verkrümmte Hände, die sich nur ungern dazu schicken, einen Brief nach dem anderen zu schreiben oder zu tippen. Die Augen würden sich lieber mit Blumen, Kätzchen oder mit den Versen eines Dichters beschäftigen, als mit jedem Brief. Und auch die Hände wüssten angenehmere Zeitvertreibe zu finden. Das Alter und die Sklerose machen Fortschritte. Manchmal will das Blut mir nicht mehr richtig ins Gehirn fließen. Aber diese Leiden haben im Grunde auch ihre positiven Seiten. Vielen Dingen hört man nicht mehr zu. Man verspürt gewisse Schläge und gewisse Stiche nicht mehr und ein Teil jenes Wesens, das einst ich hieß, ist schon dort, wo sich bald das Ganze befinden wird. Mein Vater hatte ein ziemlich genau festgelegtes Tagesprogramm. Um 11 Uhr Post. Vorher war Gelegenheit, sei es mal im Garten, sei es irgendeine Arbeit,
die er erledigt hat. Vor allem war er im Lauf des Vormittags auch für niemanden persönlich zu sprechen. Höchstens für seine Frau, für keinen Gast oder Besucher. Dann gab es Mittagessen und Kaffee. Das war die Zeit, wo er einen Gast empfing und zu Gesprächen bereit war. Abends war es in der Regel so, dass er nach dem Essen, das man gelesen hat, er legte sich hin und hörte sehr aufmerksam zu und entweder seine Gattin oder auch einer von den Söhnen hat vorgelesen. Es gab auch in seinem Programm hier und da angestrichen, im Radioprogramm, ein Konzert, das er hören wollte. Je nachdem, in welche Tageszeit es fiel, konnte der Gast oder Besuch oder Sohn, wer da war, konnte mithören. Man muss dem Alter Ja sagen und allem, was es mit sich führt. Ohne dieses Ja, ohne die Resignation an das, was die Natur von uns verlangt, gehen, gleichgültig, ob jung oder alt, der Vorzug und der Sinn unserer Tage verloren. Und wir betrügen das Leben. Wir verlangen, dass das Leben einen Sinn habe, aber das Leben hat genau den Sinn, den wir selbst bereit sind, ihm zu geben. Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe. Das heißt, je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. Jede Form der Anteilnahme und der Liebe macht uns reicher, während jede zum Besitz von Gütern und Macht verschwendete Bemühung uns Kräfte raubt und uns ärmer hinterlässt. Oh, die ganze Weisheit ist so einfach. Schon seit langer Zeit wurde sie dargeboten und formuliert. Warum gehört sie uns nur von Zeit zu Zeit? Warum nur an den guten Tagen und nicht immer? Man stirbt ja so verflucht langsam und stückchenweise. Jeder Zahn, Muskel und Knochen nimmt extra Abschied, als sei man mit ihm besonders gut gestanden. Er war verwandelt. Und da er diesmal die richtige Verwandlung erreicht hatte, die ewige Verwandlung, da seine Hälfte ein Ganzes geworden war, konnte er sich von Augenblick zu Augenblick verwandeln, so viel und wie er wollte. Dauernd floss der verzauberte Strom des Werdens in seinem Blut. Ewig hatte er Teil an der sich ununterbrochen erneuernden Schöpfung. Er wurde Hirsch, er wurde Fisch, er wurde Mensch und Schlange, Wolke und Vogel. In jeder Form jedoch war er vollständig, er war ein Paar. In sich hatte er Sonne und Mond, Mann und Frau. Er strömte als Zwillingsfluss durch das Land. Er stand als doppelter Stern am Himmel. La Signora Hesse mi telefonò. Am Morgen rief mich Hesses Frau an, weil ihr Mann nicht zum Frühstück erschienen war und sie sich deshalb große Sorgen machte. In diesem Augenblick wusste ich, dass Hesse uns verlassen hatte, weil der Kontakt zu ihm ganz plötzlich abgebrochen war. Ich stürzte mich zu seinem Haus, wo Hesses Frau schon voller Angst auf mich wartete. In casa Hesse, dove la signora ansiosa mi aspettava. Ich stieg hinauf zu seinem Ortus Conclusus, nämlich zu seiner Privatwohnung, von der nur ich den Schlüssel hatte. Ich trat hinein und fand Hesse auf seinem Bett liegend, heiter in der Starre des Todes. In seiner linken Hand hatte er das Buch der Konfessionen des heiligen Augustins, das mit etwas geronnenem Blut gestreift war, das aus dem Mund gekommen war. Und ich blieb stehen, in Gedanken versunken, und schaute auf diesen Menschen, der mir so sehr zum Freund geworden war.
Auf dem Schreibtisch sein letztes Gedicht, die dritte Fassung, die endgültige Fassung vor dem Tod. Splittrig geknickter Ast, hangend schon Jahr um Jahr, trocken knarrt er im Wind sein Lied, ohne Laub, ohne Rinde, kahl, fahl, zu langen Lebens, zu langen Sterbens müd. Hart klingt und zäh sein Gesang, klingt trotzig, klingt heimlich bang. Noch einen Sommer, noch einen Winter lang.